Das optimierte Andockfenster Farbstile vereinfacht die Anzeige, das Anordnen und die Bearbeitung von Farbstilen und Farbharmonien. Das Andockfenster verfügt nun über praktische Anzeigeoptionen. Dazu gehört die Hinweisansicht, in der alle Dokumentobjekte, die einen bestimmten Farbstil verwenden, optisch angezeigt werden. Und unter Konvertierung können Farbstile jetzt in Graustufen konvertiert werden. Mit neuen Harmonieregeln können alle Farben in einer Farbharmonie zu einem regelbasierten System zusammengefasst werden, die es ermöglicht, die Farben zu ändern, die Farbharmonien hingegen beizubehalten. Es gibt 6 Harmonieregeln, mit denen aus 5 Farben bestehende Harmonien erstellt werden können, die auf einem ausgewählten Farbfeld basieren. Die Option Komplementär beispielsweise gleicht die Grundfarbe mit der auf dem Farbrad gegenüberliegenden Farbe aus. Die Harmonieregeln können auch zur Erzeugung neuer Farbharmonien verwendet werden. Sie können in CorelDRAW jetzt einzigartige, skalierbare QR-Codes erzeugen. Mithilfe des Andockfensters Objekteigenschaften ist es ein leichtes, eigene QR-Codes zu erstellen. Sie können die Informationen auswählen, die der QR-Code enthalten soll. URL, E-Mail-Adresse, Rufnummer, SMS, Kontakt, Kalenderereignis, Geotargeting, auch Geotagging genannt, oder Klartext. Sie können den Füllungstyp, die Farbe und die Form der Pixel des QR-Codes ändern. Zudem bestehen Optionen, um den Hintergrund, den Umriss, die Ränder und vieles mehr zu ändern. Sie können einen Stil mit einem festgelegten Erscheinungsbild des QR-Codes erstellen und speichern, um diesen schnell und einfach wiederverwenden zu können. Zudem kann der QR-Code überprüft werden, um sicherzustellen, dass er von Lesegeräten, Smartphones und Scannern korrekt erkannt werden kann. Mit dem neuen Hilfsmittel Glätten können ausgefranste Ränder entfernt und die Knoten in Kurvenobjekten verringert werden. Sie können den Glättungseffekt steuern, indem Sie die Größe der Pinselspitze, die Geschwindigkeit, mit der der Effekt angewandt wird, oder den Druck, den Sie auf den Digitalstift ausüben, variieren. Damit endet unser kurzes Tutorial rund um die neuen und optimierten Farbstile und die QR-Code- und Glättungsfunktionen. Sehen Sie sich auch die übrigen Videos unserer Videoserie an, die viele weitere interessante Informationen enthalten.